76 Jahre alt und noch kein bisschen müde. Inge Kaluza ist ein wahres Organisationstalent. Am Tafelstandort Geißestraße behält sie als Mitarbeiterin der ersten Stunde den Überblick. Über 20 Ehrenamtliche bereiten hier seit dem frühen Morgen Hand in Hand die Lebensmittelausgabe für den Nachmittag vor. Wir haben 510 Familien heute in der Ausgabe. Es kommen nicht immer alle, manche kommen 14-tägig, weil es ihnen vielleicht auch zu beschwerlich ist. Aber in der Regel so 300 Familien sind es schon und die müssen wir Minimum mal 3 rechnen an Personen. Eine Menge, die in den letzten Monaten stark angestiegen ist. Denn unter den Bedürftigen sind auch viele Flüchtlinge. Die haben Anspruch auf die Lebensmittel der Tafel, sobald sie aus der Erstaufnahmeeinrichtung in eine Wohnung oder ein Heim gezogen sind. Das macht für die Nürnberger Tafel ca. 100 Familien mehr pro Tag aus. Das Problem dabei ist aber nicht etwa die größere Anzahl, sondern die Sprachbarriere. Es sprechen also manche, die jetzt neu gekommen sind, habe ich die Erfahrung gemacht, sprechen sogar ein sehr gutes Englisch. Und da kann man dann, weil bei uns immer ein paar dabei sind, wir haben Lehrerinnen dabei und alles, die also auch gut Englisch sprechen, das geht. Aber sonst haben wir einen lieben Mann, der uns Gott sei Dank im Moment sehr gut hilft und der Syrisch spricht. Mohamed Hamada kommt aus Ägypten, lebt seit über 30 Jahren in Deutschland und ist selbst Tafelkunde. Als er beim Einkaufen die zunehmenden Verständigungsprobleme zwischen Tafelmitarbeitern und Flüchtlingen mitbekommt, will er helfen. Ich muss den Namen übersetzen, der Familienname, also der Wohnen, wie viele Kinder hat und muss diese Leute erinnern, sagen zum steht oben Datum in den Ausweis, da müssen Sie mit Dokumente mitbringen. Vor allem der Anmeldevorgang kann mit Mohammeds Hilfe schnell abgewickelt werden. Während der Ausgabe bekommt dann jeder Kunde einen Anstecker, der die Zahl der Familienmitglieder anzeigt. So ist gewährleistet, dass Inge Kaluza und die anderen Ehrenamtlichen die Lebensmittel gerecht aufteilen. Denn hungrig nach Hause gehen muss hier niemand.